ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. So, wir spielen heute wieder eine Death Run Map und zwar 200 Level Default Death Run. Wir werden uns anschauen, wie schwer die Map ist. Einfach nochmal schwer, ob sie abwechslungsreich ist oder ob alles eintönig ist. Wir werden schauen, wie viel XP es gibt, denn es soll tatsächlich XP für den Season Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie hoch sie sind, ob sie es rendiert, die Map mehrfach zu spielen. Bei 200 Leveln, ich denke mal, wenn es nicht zu wenig sind, sollte es sich rendieren. Ja, ansonsten würde ich sagen, es steht gerade sogar links da XP-Belohnung. Ja. Lobby ist auf jeden Fall nice. Ja, hier ist ein Zwerg. Das ist ein Campfire. Jo, ich würde aber sagen, ohne lang zu schnacken, wir starten das Spiel einfach mal und werden sehen, ja, wie schwer und abwechslungsreich der Spaß hier ist. So, let's go. 660 EP und 14 pro Checkpoint. Okay, also farblich gesehen ist es bis jetzt sehr eintönig. Zumindest so die ersten 6 Level. Sprinten kann man. Nein. Ach. Okay. Also sprinten kann man. Nein. Hochziehen kann man sich demnach auch. Das ist gut. Wir werden mal gucken, ob es auch Secrets gibt. Das habe ich tatsächlich am Anfang vergessen zu sagen. Oh. Das war eine knappe Sache gerade. Wir werden schauen, ob sich die XP hier tatsächlich auch gleich noch erhöhen pro Checkpoint. Oder ob die so klein bleiben. Ey, ich habe gesneakt. Dann machen wir es halt so. Es bleibt aktuell bei 14. Das war meine eigene Schuld. Bei 14 XP. Ich frage mich gerade nur, was da oben bei der 1 die 0 zu bedeuten hat. Oh, da war noch eine Falle. Hey. Da unten hat er sich versteckt. Schau mal einer an. Okay, das war noch recht chillig. Hm. Das geht ja alles noch. Nein, nein, nein. Warum? Ich will hier doch nicht durchrushen. Ui. Wir spielen aktuell in der Version 95 von der Map. Das heißt, sie ist schon ein paar Mal überarbeitet worden tatsächlich. Und ja, hat demnach bestimmt ein paar Bugfixes schon hinter sich. Und Verbesserungen oder tatsächlich Verschlechterungen.
Ist ja alles möglich hier. Nein. Okay, fallentechnisch bleibt es gerade sehr eintönig mit den Giftfallen. Das ist halt wirklich eintönig. Den kann man so gut ausweichen. Ah, hier kommen wieder Spikes. Okay. Und wir haben mal eine neue Map-Farbe. Und zwar blau. Keine Falle darunter. Okay. Muss ich kurz meine Ausdauer regenerieren hier. Also ihr seht, die meisten Fallen kann man einfach überspringen. Das ist dann recht einfach. Das sollte man ab und an mal überdenken, dass sowas geht. Süßchen, Impulsgranate. Nochmal eine. Nö, tot. Warum? Warum bin ich gestorben? Okay. Oh nein. Oh, hier kann man halt auch wieder tricksen. Ob die Map-Erbauer das bedenken, dass man eben da rüberklettern kann? Ich weiß das gar nicht. Oh nein, ich habe zu spät nach oben geguckt. Das war gerade knapp. Nein, ich habe es zu spät gesehen. Was ist denn hier drunter für eine Kackfalle versteckt, bitte schön? Aha. Okay, das geht halt alles noch. Die Map ist also doch recht einfach. Ey, was ist denn das für... Das ist mies. Vor allem, da man nicht genügend Speed drauf bekommt, weil das wieder um eine Ecke geht. Bedenkt das doch bitte mal. Es geht um die Ecke und dann nach oben. Das muss man erstmal richtig hinkriegen. Dass man dann diese Kackschuhe auch noch ewig bellt. Baut doch bei dem Checkpoint ein, dass die Schuhe wieder verschwinden. Was ist daran so schwer? Ich denke mal, so viel Grips hat jeder Map-Erbauer, dass man da sowas... Nein, einbinden kann. Ich will den Map-Erbauern hier jetzt nicht reinreden, aber diese Eisschuhe sind einfach nur Abfuck. Okay. Lass mich raten, oben ist eine Falle. Nö, ist sehr schön. Aber man kann halt wieder drüber klettern. Ich war zu weit nach vorne gerannt. Ist alles meine Schuld gerade. Oben sind keine Fallen. Nice. Ich hasse Deckenfallen.
Das ist ein bisschen fies gerade. Das ist mehr als fies. Das ist beschissen fies. Vor allem, weil er nicht gleich wieder springt wegen dem, der springt nicht wegen diesem Boost. Ja, ja komm, verarsch mich doch nicht. Alter, das vierte Mal. Das fünfte Mal an dieser Stelle. Mann, 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 das kannst du aber keinem erzählen hier. Alter. Kalibriert den Mist doch richtig, bitte. Das ist viel zu hoch, Mann, und viel zu doll, der Boost. Und ja, das kann man einstellen. Ich habe zwar noch nie eine Fortnite Jump'n'Run Map gebaut, aber ich weiß, dass man das einstellen kann, dass die Dinger nicht so hoch bouncen. Ach komm, genauso hier. Das kann man einstellen. So, das sieht man nämlich auch immer an den ganzen Bounce Pads, dass die mal doll eingestellt sind, dass man extremst hoch geboostet wird. Oder die sind low eingestellt, dass man gar nicht hoch geboostet wird, größtenteils. Und das geht auch mit Jump Pads und. Also, das soll mir hier keiner erzählen, das kann man hier einstellen. So, 10 Minuten Playtime, 11.000 EP. Ja, nein, hier kann man nicht. Doch, man kann Tricks. Yeah! Gerade so. Okay. Nice. So. Nein, nein, nein. Hallo, landest du mal bitte auf der Kante jetzt? Die sollte auf der Kante landen, die Alte. Wow. Moment, nochmal. Okay, das war nix. Das war auch nix. Oha. Hier könnte man rein theoretisch drüber klettern, mache ich jetzt aber mal nicht. Ausnahmsweise. Was war denn das? Ich sollte vielleicht regelmäßig nach oben gucken. Ich hasse Deckenfallen, habe ich das schon mal gesagt? Jetzt springt der Aboy, die Aboy einfach nicht. Ich hätte gerne einen männlichen Aboy, ganz ehrlich. Oh nö, was ist denn jetzt hier schon wieder los? Okay. Okay, warum? Hä? Die Logik muss ich jetzt nicht verstehen. Okay, wieder eine neue Farbgebung.
Level bleiben tatsächlich bisher so semi-einfach. Haha. Okay, das war meine Schuld. Okay, aber das hier verstehe ich halt auch nicht. Man kann drüber klettern. Man sollte eigentlich da drinnen lang. Also. Ich weiß halt nicht, ob das gewollt ist von denen. Ich denke es aber mal nicht. Natürlich ist hier eine Falle versteckt. Und hier drunter auch. Mhm. 19 EP pro Checkpoint. Ich habe Damage bekommen. Warum? Ja! Okay. Dann drehen wir dem hier einfach mal den Rücken zu. Bringt auch nichts. Und wenn man aufkommt, kriegt man schon Damage. Also, ich weiß nicht, was die sich hier dabei gedacht haben. Bitte was? Das Bounce-Pad dort ist einfach nur eine scheiß Ablenkung. Und ich kann mir gut vorstellen, dass hier jetzt eine Falle dahinter versteckt ist, wenn ich hier hinspringe. Ne, okay. Trotzdem creepy. So. Ich vergesse halt immer wieder nach oben zu gucken wegen Fallen. Okay, das ist scheiße. Das ist einfach Abfuck hier. Zahl und so ein Ding und... Ja, nee. Sollte die vielleicht mitnehmen. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Das ist halt auch Abfuck hier. Da war eine Falle versteckt. Okay. Aber... Warum? Warum lösen die Fallen aus, wenn hier sowas ist? Rein theoretisch dürften die das gar nicht. Oh nein. Geschafft! Lol. Na, ich vergesse immer wieder nach oben zu gucken wegen Deckenfallen. Nein! Alter, war das knapp. Oh. Da darf man nicht dagegen kommen. Merkt euch das? Was ist denn das? Ist das von einem Kinderdreirad die Reifen? Okay, dass die Zahlen hier
Die sind im Weg, die Zahlen. Die, also entweder man schreibt es auf den Boden oder man macht diese Dinger tatsächlich dann auf die Seite, weil die Fallen, die Zahlen hier sind einfach nur scheiße. Das war bestimmt so gewollt. Das war nicht so gewollt. Deswegen klettern wir drüber. So. Nee, warte mal, da hast du Falle versteckt. Das war mir gefühlt arschklar. Hui. Nein, ich fall da zwischendrin durch. Oh Mann. Was? Das ist auch noch so eine Kacke. Das ist ja noch beschissener. Dann sieht man nicht mal was wegen dem Turm. Ich mag Türrahmen überhaupt nicht, wenn dann irgendwie so eine Kackfallen kommen. Ja, nö. Und dieses Scheiß hier über Eck mag ich halt hier auch überhaupt nicht. Das... Also, die Map steht als einfach drin, aber diese Sprünge über Eck, die haben nichts mehr mit einfach zu tun. Das ist schon normal. Da ist der Difficulty wirklich normal und nicht easy. Das sollte man eventuell dann dazu schreiben, normal-easy oder beziehungsweise easy-normal. Weil ich sag mal so, meine Kinder zum Beispiel, die würden das nicht so einfach packen. Und ja, es gibt sehr viele Kinder, die Fortnite spielen. Und die würden sich dann eh nur alle aufregen. Und ausrasten, ihren Controller oder ihre Tastatur zerstören. Da müssten rein theoretisch die Map-Entwickler dafür für den Schaden aufkommen, aber naja, okay. Keine Deckenfalle, okay. Oh, pff, ja. Das kann man ja mal richtig gut einschätzen. So. Warte mal, der wollte dazwischen durchfallen. Nö, nö, dazwischen durchfallen gibt's nicht. Aber wir haben es gleich geschafft hier. Sehe ich gerade bei 200 Level, wir sind bei Level 196. Yeah! Zu früh gefreut. Ne, es gibt halt zu viele Kiddies, die auch Maps spielen und vor allem die allgemein Fortnite spielen. Und es sind halt wirklich minderjährige Kiddies. Da müsste man wirklich schon dazu schreiben, die Map ist easy bis normal. Weil einige Sprünge hier, wie das hier, ey, das zählt nicht mehr unter easy. Für mich ein leichtes, aber für viele Kinder nicht. So, 33.000 EP, weil wir es completed haben. Jetzt holen wir uns hier oben noch die Münze. Und die gibt keine XP, schade. Nun gut, ich bin 50 Mal gestorben. Was? Naja, egal. So. Wenn euch die Map gefallen hat und das Video, lasst gerne Daumen nach oben, das zeigt mir, dass ihr mehr solcher Maps und Videos sehen wollt. Und schreibt mir gerne Kommentare mit euren Map-Codes, mit random Map-Codes, die ich spielen soll. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.